Mahlzeit. Ja, sind wir denn zu dumm? Haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht? So sieht es aus, wenn man die ersten zwei Absätze des Schreibens der Schulbehörde liest. Tatsächlich hat uns die Schulbehörde gelesen. Und ich hatte ja schon in einem anderen Video gesagt oder erzählt auch, dass in Rosenheim eine angeblich illegale Schule von Querdenkern und so weiter aufgemacht wurde. Und das hat natürlich bis nach Celle durchgeschlagen. Jedenfalls mussten wir unsere gesamte Werbeaktion erstmal abbrechen, weil der Vermieter wahrscheinlich das so nicht möchte. Aber zurück hierzu. Hier. Jetzt haben wir natürlich noch ein Schreiben der Schulbehörde gekriegt. Und darauf gehe ich jetzt ein. Lehnt euch zurück. Ich verlinke, was nötig ist und was ich kann. Und hört einfach, was geschrieben wurde. Und zwar hat uns tatsächlich das regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg, also die Schulbehörde kurz gesagt, geschrieben. Am 6.10., am 9. haben wir es bekommen. Und ich finde, Frau Thiemann, so nett wie sie war, ist, also so nett wie sie ist, hat uns in diesem Fall sogar praktisch noch Munition geliefert. Aber liebe Frau Thiemann, ich mache das hier alles mittlerweile öffentlich, weil man hat uns auch öffentlich schon, ist man uns auch anders schon angegangen. In diesem Fall mache ich es gleich sicherheitshalber so. Ich glaube, Sie haben die ersten beiden Absätze viel zu spannend geschrieben. Spannender als nötig. Warum? Sehr geehrte Damen und Herren, schreibt Frau Thiemann, durch einen externen Hinweis ist das Amt darauf aufmerksam geworden, dass wir eine Schule mal aufmachen wollen. Und wir erwecken den Eindruck. Und es ist sogar möglich, Schulplätze zu buchen. Und wir erwecken den Eindruck, dass das Gelingen ausschließlich an der Anmietung eines Schulgebäudes scheitern könnte. Wir müssen nicht nur diesen Eindruck erwecken, sondern das ist so. Warum? Darauf komme ich gleich. Aus schulaufsichtlicher Sicht muss ich aufmerksam machen, dass Ersatzschulen in Niedersachsen und so weiter nur mit vorheriger Genehmigung der Schulbehörde und so weiter errichtet und betrieben werden dürfen. Ja, diese beiden Absätze, wenn die ein Unbedarfter liest, denkt der wirklich tatsächlich, die solide Schule in Celle, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, nicht gemacht und sind zu blöd. Sind einfach zu blöd, und haben was übersehen. Meh. Ich glaube, liebe Frau Thiemann, Sie haben eine Kleinigkeit übersehen. Sie haben uns sogar noch darauf zusätzlich aufmerksam gemacht, aber das ist alles schon gelaufen. Sie haben wahrscheinlich auch das Buch nicht gelesen, denn da gebe ich in den letzten 20 Seiten nochmal direkt den Hinweis, wie man es macht, damit man eine nicht Ersatzschule, sondern Ergänzungsschule eröffnet. Und das ist das, was wir wollen. Deswegen ist das eigentlich nicht nötig. So sieht's aus, als wenn wir eine Ersatzschule aufmachen wollten. Wollen wir gar nicht. Und eine Ergänzungsschule kann man einfach so aufmachen. Einfach so, in Anführungsstrichen, natürlich muss alles Äußere stimmen und so weiter und Lehrer müssen da sein und es muss alles von der Qualität und so weiter da sein. Das muss, ist klar. Aber ansonsten wird eine Ergänzungsschule nur angezeigt. Achtung, wir machen auf übermorgen. Es muss vor Beginn, das kann also mal übertrieben 2 Minuten vor Unterrichtsbeginn des ersten Tages sein. Gut. Also, Frau Thiemann hat mir freundlicherweise dieses Merkblatt nochmal für Schulen in freier Trägerschaft Errichtung einer Ersatz- bzw. Ergänzungsschule geschickt. Und darauf gehe ich jetzt gleich ein. Dann muss ich nämlich nicht unsere Hausaufgaben erst wälzen, denn wir haben auch auf dieses Schreiben Bezug genommen. Das hatten wir schon eher, das ist ja im Netz veröffentlicht. So gut, weiter. Jetzt noch zu den ergänzenden Hinweisen. Ich möchte das mal ein bisschen lächelnd bestätigen. Natürlich darf die Ersatzschule werden wir später beantragen, na klar. In ihren Lernzielen, Einrichtungen sowie in der Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Nein, werden wir absolut nicht. Ich glaube, die öffentlichen werden uns nachstehen. Denn wir wollen gerade, dass die Kinder mehr lernen, viel mehr. Und diese Vorgaben hat die Ersatzschule dauerhaft zu erfüllen. Darauf können Sie sich verlassen, dass alles das, was wir lehren und wie wir die Kinder erziehen, wesentlich besser ist. Besser von der Qualität und von der Quantität. Also von der Wissensmenge und Wissenstiefe auf jeden Fall. Keine Angst, wirklich. Kann ich versprechen. Eigentlich hätten Sie es auf der Schul-Homepage auch sehen müssen. Na gut. So, und dann Gleichwertigkeit, ne? Also wir müssen mindestens gleichwertig einer öffentlichen Schule sein, klar. Entscheidend ist dabei, dass am Ende das Bildungsniveau des Bildungsganges, das Niveau des Bildungsprogramms der öffentlichen Schule im Ergebnis erreicht wird. Darauf können Sie sich verlassen. Mehr als verlassen. Noch ein
Tipp zum durchschnittlichen monatlichen Schulgeld. Hier wird 200 Euro empfohlen. Das geht darum, dass finanzschwächere und finanzstärkere Elternhäuser sich gegenseitig keine, naja, nicht bevorteilt oder benachteiligt werden oder. Wir haben 350 Euro, ja natürlich. Und die 350 Euro, die haben ganz, 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 ganz viele Privatschulen. Sie brauchen bloß im Internet nachzugucken. Und wir werden uns also am Durchschnitt der anderen orientieren. Überdies wird es ein Leistungsstipendium geben. Sie haben uns ja dann auch darauf hingewiesen, dass wir dann später Geld beantragen können, wenn wir dann Ersatzschule werden. Das ist allerdings noch ein weiter Weg bis dahin und okay. Freundlicherweise schrieb Frau Thiemann auch, ich weise vorsorglich darauf hin, dass dazu geraten wird, mindestens ein Jahr vor der geplanten Inbetriebnahme der Schule den Antrag auf Genehmigung einer Ersatzschule hier einzureichen. Ja, ist klar, machen wir. Für die Ersatzschule werden wir das auch tun. Aber ansonsten werden wir es nicht tun, sondern wir werden es anders machen. Ich komme gleich nochmals drauf. Also ein Start erscheint mir aus meiner Erfahrung nicht realistisch. Stimmt, für eine Ersatzschule, die also eine öffentliche Schule ersetzen soll, ist das richtig. Tipp, Ergänzungsschule. Ich hoffe, dass Ihnen die vorstellenden Informationen des Merkblatt hilfreich sind. Ja, danke, aber wir wussten es schon. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen im Auftrage, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Na, wer weiß. Gut, wie auch immer, Frau Thiemann, geben Sie es bitte weiter. Wir werden das schon machen. Und jetzt zu der Geschichte. Und zwar private Grundschulen können nur zugelassen werden, wenn entweder das eine oder sie auf Antrag von Erziehungsberechtigten als, und jetzt sage ich gleich das Wort, Weltanschauungsschule errichtet werden sollen. Und eine öffentliche Grundschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Stimmt. In diesem Fall haben wir Nummer 2 in diesem Fall erfüllt. Übrigens, die Schulbehörde ein besonderes pädagogisches Interesse des Landes an der Schule anerkennen. Müssen wir nicht machen. Gar nicht nötig. In diesem Fall, es ist eine Weltanschauungsschule. Lesen Sie es bitte nochmal nach auf unserer Webseite, was wir für eine Schule sind und was damit gemeint ist, Weltanschauungsschule. So, und die gab es bisher noch nicht. So, auf Antrag ist die staatliche Anerkennung zu verleihen, wenn die Ersatzschule, sind wir nicht, wir sind ja Ergänzungsschule, die Gewähr dafür bietet und so weiter und so fort. Na klar, sind wir gleichartig. Später dann. Ergänzungsschulen, nämlich wir, in freier Trägerschaft und so weiter, die nicht Ersatzschulen sind, da beschäftigt sich dieser ganze Kram mit. Können Sie sich auch darauf verlassen, dass wir das alles letzten Endes erfüllen. Und da steht es extra noch, die Errichtung einer Ergänzungsschule ist anzuzeigen. Ich sag's nochmal, übertrieben gesagt. 2 Minuten vor Unterrichtsbeginn haben Sie das Schreiben auf dem Tisch. Unterrichtsbeginn am ersten Tag, unseres ersten Schultages, haben Sie spätestens das Schreiben auf dem Tisch. Da sind wir. Wir fangen jetzt an. Das heißt, ist anzuzeigen. Gut. Ja, und dann alles andere, das kennen wir, Qualifikationen von Lehrkräften und Schuleinrichtungen und so weiter und so fort und, was wir da alles müssen und das Gebühren kostet und Antragsunterlagen für Ersatzschulen. Alles schon da. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Liebe Frau Thiemann, vielen Dank für den Tipp und Leute, ich kann nur sagen, macht was, damit wir weiterkommen. Also helft bitte auch mit. Sagt's weiter. Geht mit auf die Webseite, teilt die Webseite, teilt auch die Hilfe. Wir kriegen mittlerweile Spenden überwiesen. Einfach so, ohne dass wir da extra eine Spendenaktion machen müssen. Das hilft uns alles und das macht uns stärker. Und dann, ja, dann werden wir es hinbekommen. Allerdings muss ich sagen, der erste, zweite ist fast zu knapp. Fast. Fast. Na gut. Also, mit schönen Wünschen für alle, auch für Sie, Frau Thiemann. Und ja, einen schönen Tag. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Fachlich natürlich sowieso, aber auch auf diese Art. Na dann, alles Gute für alle und beste Wünsche. Tschüss, tschüss.